Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Du, das ist halt so. Für größere Sachen muss man regelmäßig was zurücklegen. Brot. Du magst doch Quark, hm? Siehst du? Diese Woche wieder 10 Euro gespart. Jetzt sind's nur noch 40 Schulbrote bis zu deinem neuen Fahrrad. Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 21. Juli. Nach dem schweren Busunglück auf der A4 bei Dresden hat sich heute die Zahl der Todesopfer auf 11 erhöht. Ein junger Familienvater aus Polen erlag seinen schweren Verletzungen. Die Versorgung der Verletzten und die Suche nach der Unfallursache gingen auch am Montag weiter. Auf dem Gelände der Dresdner Stadtentwässerung an der A4 erinnert 2 Tage später wenig an das Drama, das sich hier ereignete. Mitarbeiter der Stadtentwässerung waren die ersten an der Unfallstelle und leisteten erste Hilfe. Eine Pause haben sie sich danach nicht gegönnt, haben lieber ihre nächste Schicht aufgenommen, um das Gesehene zu verarbeiten oder zu vergessen. Fest steht, es ist der schwerste Busunfall seit Jahren. Am Montag erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 11. Fast 70 Menschen trugen teils schwere Verletzungen davon. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Dresden-Neustadt und Altstadt. Ein polnischer Doppeldecker-Reisebus fuhr auf einen vor ihm fahrenden ukrainischen Reisebus auf. Dieser konnte noch kontrolliert am Fahrbahnrand halten. Der polnische Bus durchschlug daraufhin die Mittelplanke, stieß frontal mit einem polnischen Kleinbus zusammen und überrollte diesen teilweise. Der Reisebus durchbrach danach die Seitenleitplanke, stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich. Die 9 Insassen des polnischen Kleinbusses hatten wohl keine Chance. Am Montag erlag der einzige noch Überlebende seinen Verletzungen. Auch 2 Menschen aus dem polnischen Reisebus verstarben. Zweifelsfrei identifizieren konnte die Polizei bisher 8 der Toten. Es sind polnische Staatsangehörige im Alter von 32 bis 75 Jahren, 3 von ihnen Frauen. Die Dresdner Uniklinik ist eines der Krankenhäuser, die Verletzte des Unfalls aufgenommen haben. 10 Menschen wurden hier behandelt. Die meisten sind auf dem Weg der Besserung. 6 von den 10 Patienten sind mittlerweile entlassen. Heute ist noch einer gegangen und dann haben wir noch einen, der ja noch auf der Intensivstation liegt, noch beatmet wird. Der hat schwere Brüche des Schultergürtels, die müssen noch versorgt werden. Und hatte auch so eindringende Luft in den Brustraum, wie viele von den Patienten, die auch in die anderen Krankenhäuser gegangen sind. Das ist also unser schwerstverletzter Patient gewesen. Mit dem Trauma des Unfalls umzugehen, ist für Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen schwierig. Wir haben tatsächlich eine PSNV, eine psychosoziale Notfallversorgung für unsere Mitarbeiter. Die habe ich auch nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Patienten und die Angehörigen, mit denen wir auch Einsatzübungen dieses Jahr auch schon gemacht haben. Die habe ich zeitnah einberufen, noch während der Einsatzlage. Und die haben sich auch um die Patienten mitgekümmert, dass sie eben dieses schwere Trauma dann auch gut verarbeiten konnten. Jetzt stellt sich die Frage nach dem Warum. Wie konnte so ein Unfall passieren? Das muss nun auch die Staatsanwaltschaft Dresden klären. Nach den durchgeführten bisherigen Ermittlungen gibt es Anhaltspunkte, dass der Fahrer gegebenenfalls übermüdet war. Wir haben auch ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll dazu dienen, dass wir die genauen Vorkommnisse an der Unfallstelle rekapitulieren können. Und zum anderen muss natürlich auch der Bus untersucht werden. Das heißt, ob gegebenenfalls technische Mängel vorlagen, die Ursache des Unfalls gewesen sein können. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen den 44-jährigen polnischen Unfallfahrer einen Haftbefehl, der allerdings abgelehnt wurde. Das Amtsgericht hat den Haftgrund der Fluchtgefahr nicht
gesehen. Es ist davon ausgegangen, dass die Strafe nicht so hoch sein wird, dass sie allein schon Fluchtanreiz bietet. Und zum anderen lebt der Busfahrer in gesicherten sozialen Verhältnissen in Polen. Falls es zu einem Strafverfahren in Deutschland kommt, also falls die Ermittlungen genügend Anlass zur Erhebung der Anklage oder der Klage geben und das Verfahren in Deutschland geführt werden muss, dann hat sich ein ausländischer Angeklagter auch dem deutschen Gericht zu stellen. Der Unfallbus wird nun bei der DEKRA in Dresden untersucht. Vor allem die Angehörigen erwarten sich davon baldige Antworten. Mehr aktuelle Meldungen vom Tage sehen Sie gleich bei uns, also bleiben Sie dran. Hallo Mamas, hallo Papas. Floris Rasselbande freut sich auch auf ihren Nachwuchs und begleitet ihn mit einem Willkommenspräsent und regelmäßigen Überraschungen. Sie wohnen bei der Genossenschaft, ihr Steppke ist in diesem Jahr geboren, dann machen Sie ihm ruhig das Geschenk. Es kostet Sie lediglich die Anmeldung bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos unter Telefon Hoyerswerda 46 73 16 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Sächsische Lebensmittelkontrolleure haben im vergangenen Jahr jedes achte untersuchte Lebensmittel beanstandet. Das sagte Gesundheitsministerin Christine Klaus heute bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen. Häufigster Grund für Beanstandungen waren fehlerhafte Kennzeichnungen. 67 Proben von rund 24.000 wurden als potenziell gesundheitsgefährdend eingeschätzt. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie jetzt im Überblick. Im Hoyerswerda Zoo ist am Montag Löwengeburtstag gefeiert worden. Senior Fritz kann immerhin auf stolze 19 Jahre zurückblicken. In freier Natur erreichen die Tiere meist nur 15 Jahre, erklärte Pflegerin Heidi Sladek. Dame Bari ist 7 und deutlich aktiver, zumindest was das Schlecken der leckeren Eistorte betrifft. Auch der Spielsack mit Pferdedung wurde von ihr ausprobiert. Deutlich ruhiger verlief der Haustiertag am Sonntag im Zoo. Aufgrund der großen Hitze blieb der Besucheransturm aus und daher konnten Bello und Co. auch eher ein kleines Bad genießen, als ihre Kunstfertigkeiten zu zeigen. Die Sommerferienveranstaltungen gehen trotzdem weiter. Am kommenden Sonntag wird über die Jungtiere informiert. Ab Dienstag wird es eng in der Hoyerswerda Altstadt. Dann tritt die Vollsperrung der Frenzelstraße zwischen der Görlitzer Brücke und dem fünfarmigen Knoten in Kraft. Umleitung über die Liebknecht bzw. Alte Berliner Straße sind ausgeschildert. Die Kreuzung am Neuen Rathaus ist von der Straße am Lessinghaus in Richtung Dillinger Straße und umgekehrt befahrbar. Die Arbeiten sollen bis zum Ferienende andauern. Davon betroffen ist auch der Busverkehr. Einige Haltestellen werden nicht, andere dafür zusätzlich bedient, weisen die Verkehrsbetriebe hin. Aushänge informieren darüber. Feuerwehr und Polizei sind am Montagmorgen zu einem brennenden Hochsitz im Waldgebiet am ehemaligen GST-Objekt an der B97 bei Hoyerswerda ausgerückt. Das Feuer griff auch auf etwa 50 Quadratmeter Waldboden über, bevor es gelöscht wurde. Am Hochsitz entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.
Zwei betrunkene Radler hat die Polizei am Sonntagmorgen in Hoyerswerda erwischt. Im Bereich der Liststraße kontrollierten sie gegen 4 Uhr eine 24-jährige Frau, die mit fast 2 Promille unterwegs war. Eine Viertelstunde später folgte ein 52-Jähriger. Hier zeigte der Test rund 3 Promille an. Ein 59-Jähriger ist beim Baden in Laubusch ums Leben gekommen. Trotz Betretungsverbot grillte der Mann am Samstagabend gemeinsam mit Bekannten am Tagebaurestloch Laubuscher Grube und ging dann zum Schwimmen ins Wasser. Als ihn die anderen Anwesenden aus den Augen verloren hatten, riefen sie die Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte fehlte von dem Mann zunächst jede Spur. Schließlich konnten ihn Feuerwehrkameraden nur noch leblos aus dem Wasser ziehen. Gegenwärtig gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, sodass zum jetzigen Zeitpunkt von einem tragischen Badeunfall ausgegangen wird. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Laut Wetter.net steht uns eine tropische Woche mit vielen Unwettern bevor. Kühler wird es auf jeden Fall erstmal nicht. Dazu ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Mehr zu den Aussichten für die kommenden Tage erfahren Sie gleich bei uns. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Es ist Sommerzeit, es ist Urlaubszeit. Wir haben uns in Hoyerswerda mal umgehört, wo die Reise hingehen soll. Wir sind von weiter weg hierher gekommen, erst mal ein paar Tage. Wir kommen aus Baden-Württemberg und sind ein paar Tage hier, um unser Enkel mal zu sehen. Dies Jahr. Eigentlich wollten wir eine Ostsee, aber es hat nicht geklappt. Also machen wir Urlaub im Garten, sozusagen. Uns zieht es gar nicht weg. Wir bleiben hier in der Nähe. Wir sind erst ein Jahr hergezogen und dann haben wir viel anzugucken nachher. Nee, wir werden schon noch fahren, aber die Frau hat eine Operation gehabt und da müssen wir erst mal abwarten, wie das alles verheilt. Und danach wollen wir uns dann entscheiden. Ja, dann wünsche ich mir. An Senftenberger See. Familienborg. Ja, und dort gefällt es den Kindern. Diesmal haben wir die Enkelkinder bei uns. Das heißt? Dass wir zu Hause bleiben. Und da gucken wir uns hier die ganzen Sehenswürdigkeiten an. Zoo, Kleinwelga und was so ringsherum alles ist. Nichts geplant. Das geht aus dem Stand irgendwie. Wir bleiben erstmal zu Hause. Wir sind Geierswalde am See. Campingplatz, wir machen da Camping. Wo fahren wir hin? Nach? Ja, Bodensee. An Bodensee. Und ansonsten, ja, machen wir als Rentner das Beste draus. Mal dort, mal da. Bis jetzt Balkonien. Sonst was? Im Moment nicht, nein. An die Schlei, Ostsee. Ostsee, Nordsee. In die Ecke. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße sind junge Muttis am Dienstag ab 9 Uhr zum Frühstück eingeladen. Beim Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda beginnt am Dienstag um 9 Uhr die Computerstunde im Plauderstübchen in der Thomas-Münzer-Straße. Ab 14 Uhr ist Kaffeeklatsch im Flieshof in der Altstadt. Um 15 Uhr öffnet das Nähstübchen in der Schweizer Straße 35 in der Neustadt. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda zeigt am Dienstag um 10 Uhr das Puppentheater Glöckchen das Märchen vom Froschkönig. Um 13 Uhr beginnt der offene Freizeittreff. Da kann man auf der Koppel reiten oder in der Kreativstube basteln oder im Pool baden. Innerhalb des Sommerferienprogramms des NATS gibt es täglich ab 14 Uhr einen Freizeittreff mit Knobeleien und Gesellschaftsspielen. Die Holzwerkstatt hat ebenfalls geöffnet. Am Dienstag warten die Heimtiere auf die Steppkes. Es gibt eine Zooführung rund um die Tiere des NATS. Eine besondere Veranstaltung beginnt am Dienstag um 15 Uhr im Hoyerswerdaer Schloss. Im historischen Klassenzimmer kann man eine Schulstunde wie vor 100 Jahren erleben. Die Ausstellung Ideen 2020, ein Rundgang durch die Welt von morgen, ist auch am Dienstag im Blechenkarree in Cottbus zu sehen. Die Ausstellung ist bis 20 Uhr geöffnet. Die Schau ist bis Anfang August dort zu sehen. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Wir machen das. Heute Nacht ist Regen möglich. Es kühlt sich bis auf 15 Grad ab.
Am Dienstag gibt es viel Sonne und im Verlauf kommen Quellwolken. Später sind vereinzelt Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 30 Grad. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Wir machen das. Das war die Drehscheibe für Montag. Unser gesamtes Team wünscht Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.